Mein heutiges Video dreht sich um das Thema Recycling. Wer hat das nicht zu Hause? Kaputte Ketten, kaputten Schmuck, der fliegt irgendwo rum, schläft in Kartons oder verkümmert in Tüten. Das wollen wir nicht. Nein, rettet sie, holt sie raus und macht was Neues draus. Ich habe jetzt hier diese wunderbare Gliederkette. Die fand ich ganz toll. Die hat sehr viel Leben durch diese unterschiedlich großen Glieder. Und ich hatte bei dem Internetkaufhaus, bei dem man so wunderbar rückwärts zählt, ihr wisst, was ich meine, diese Glas-Crack-Perlen in einem wunderschönen Türkis-Farbton, in dem dann auch ein Hauch Grün drin ist. Zu einem Wahnsinns-Schnäppchenpreis von 1 Euro erstanden. Und da habe ich mir jetzt gedacht, ich verbinde beide Sachen und mache mir eine neue Kette daraus. Und später will ich dann auch noch ein Spiralarmband aus diesen Perlen basteln, weil ich finde die Farbe fantastisch. Sehr schön hätten die Perlen auch zu Gold gepasst, aber nun war meine Kette silberfarben, die kaputt ist. Also benutze ich auch die silberfarben. Es geht ja um das Thema Recycling. Ich habe schon, könnt ihr hier oben am oberen Rand sehen, schon mal ein paar Elemente aufgezogen und habe dazu diese Kettstifte benutzt. Das sind die mit dem kleinen, mit der Öse am Ende. Entschuldigt bitte meine dreckigen Hände. Ich habe die letzten Tage gemalt und irgendwie male ich mich dann auch immer mit an. Bitte nicht wundern. Gut, wie gesagt, ich habe hier schon mal ein paar Elemente aufgezogen. Und wie ich das gemacht habe, das zeige ich euch jetzt. Ihr nehmt also den Kettstift, nehmt jetzt zum Beispiel hier, habe ich so Spacer oder so Metallzwischenteile oder hier sowas mit Strass, ist auch immer sehr schön. Ich nehme jetzt eine Quetschkugel, eine Plumps-Weg-Quetschkugel, ziehe die auf, nehme dann eine meiner gecrackten Perlen, nehme jetzt nochmal eine in einer schmalen Form oder man kann jetzt auch nochmal so eine Quetschkugel dazwischen setzen. Genau so. Dann die Kugel ist ja super, die verschwindet da drin. Naja, ihr wisst auf jeden Fall, was ich meine und das Prinzip habt ihr jetzt auch gesehen. Jetzt biegen wir uns wieder eine Öse. Dazu nach 1 Zentimeter den Stift abschneiden. Möglichst niemanden dabei abschießen, weil die können schon mal ganz schön Tempo aufnehmen. Biegen. Und jetzt mit der Rundzange eine Öse biegen. So, da haben wir das schon fertig. Das ist ja bescheuert mit den Kugeln, aber das macht nichts. So, und so habe ich mir jetzt ganz viele gebastelt und sie mir schon mal so ein bisschen zurechtgelegt. Hier habe ich zum Beispiel noch eine mit so einem UFO-förmigen Metallteil. Und dann brauche ich jetzt auch noch eine Öse. Ihr wisst ja, dass die Zange diese unterschiedlich dicken Rundungen hat. Und da könnt ihr jetzt überlegen, ob ihr eine größere Öse haben möchtet oder eine kleinere. Ich nehme gern die kleineren. Ihr wisst ja, dass ich so mit dem Ösen biegen. Es gibt Sachen, die kann ich besser. So. Okay, fertig. Prima. Was wir jetzt nur noch machen müssen, ist, die Kettstifte aneinander zu hängen. Und das ist eigentlich ganz einfach, das wisst ihr. Einfach die Öse aufbiegen, zur Seite weg. Nicht so aufbiegen, sondern immer so ein bisschen zur Seite weg. Das nächste Element einhängen und die Öse wieder zubiegen. So, und wenn da jetzt so ein großer Spalt entstanden ist, nochmal ein bisschen nacharbeiten, denn wir wollen ja nicht, dass uns die einzelnen Elemente auseinanderpurzeln. So. Okay.
Und schon haben wir die beiden Elemente miteinander verbunden. Das machen wir jetzt mit allen anderen auch. Und wenn ich damit fertig bin, sehen wir uns gleich wieder. Wenn ihr jetzt soweit seid, müssen wir unsere gebastelte Kette jetzt nur noch mit der Federkette verbinden. Dazu habe ich hier am Ende einen Ringel angebracht. Den biegen wir uns jetzt wieder auf. Mal gucken. Oh, der ist sehr, sehr fest. Muss er ja auch sein, soll er auch sein. Biegen wir uns auf. Hängen unser Design ein. Und zu biegen. So. Dann haben wir das schon auf einer Seite fest. Das machen wir jetzt auf der anderen Seite genauso. Da habe ich auch schon einen Ringel angebracht an das letzte Element der Kette. Und aufbiegen, einhängen, zubiegen. Im Grunde genommen ist unsere Kette jetzt fertig. In meinem Fall hat sie ja dieses etwas versetzte Design, das heißt, sie hängt dann so am Hals. Und aus dem Grunde könnte man jetzt zum Beispiel hier an der Ecke noch etwas einarbeiten. Ich habe jetzt hier aus einem Armband so ein Herz. Das könnte man dann noch mit reinhängen. Das fände ich sogar sehr schön. Ja, dazu brauchen wir dann nochmal einen Ringel. Den biegen wir uns wieder auf. Hängen unseren Anhänger ein. Und das Ganze hängen wir jetzt in das Glied ein. Das Kettenglied. Und dann haben wir jetzt hier sowas Baumelndes. Was sagt ihr? Sieht doch hübsch aus. Mir gefällt es super. Gut, muss es ja auch. Ich habe es ja auch gebastelt. Es wäre jetzt blöd, wenn ich sagen würde, ups, geht ja gar nicht. Das steht natürlich alles nur stellvertretend für die Dinge, die ihr auch zu Hause habt. Denn auf diese Kettstifte könnt ihr natürlich alles aufziehen, was in der Mitte ein Loch hat. Genau so geht das nämlich. Und ihr könnt natürlich auch jede Kette nehmen, an die man einen Ringel anbringen kann. Wenn die Ösen natürlich sehr klein sind, dann ist die Möglichkeit da, dann so einen Ringel anzubringen, natürlich nicht ganz so gegeben. Ja, das soll es auch schon gewesen sein. Wie gesagt, nichts mehr wegwerfen. Bei Bekannten, Verwandten fragen, auf Flohmärkte gehen. Die Ketten günstig kaufen, den Schmuck günstig kaufen, auseinandernehmen. Am besten holt ihr euch hier diese Sortierboxen. Die gibt es in diesen 1-Euro-Läden für 1 Euro. Und dann habt ihr immer alles da und parat. Wenn ihr mal schnell zu einem Outfit eine Kette braucht, dann geht das ratzifatzi. Dann habt ihr dann wirklich ein hübsches, individuelles Design gestaltet. Prima. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Als nächstes mache ich, wie ich ja schon erwähnt hatte, diesen Spiralarmband auch mit diesen gecrackten Perlen. Ohrringe wollte ich jetzt dazu eigentlich gar nicht so gerne machen, weil im Prinzip jeder hat eine silberne Kreole. Es soll auch nicht zu viel werden. Und was ich gesehen hatte in einem Geschäft in der Stadt, sage ich jetzt mal, einen farblich passenden Ring. Da bin ich am Überlegen, ob ich mir den nicht doch dazu hole. Mal gucken. Ich wünsche euch viel Spaß beim Nachbasteln und ich hoffe, dass ihr das nächste Mal wieder mit dabei seid. Und wünsche euch einen wunderschönen Tag, eine wunderschöne Woche, herrliches Wetter. Ich hoffe, ihr habt auch schönes Wetter. Bis zum nächsten Mal, eure Ann-Christine.